Zwischen Schiffe mehr, das ist ganz schön. Alter Freund von dir? Ich würde ihn nicht Freund nennen. Aber wir machen das jetzt schon so lange, dass ich echt Respekt vor ihm habe. Alles! Ach so. Nein, nein, nein. Weg hier. Die Mörser sollten uns nicht treffen. So, du kleines. Boom. Treffen die nicht richtig. War ja wohl abzusehen, oder? Oh, warum sind... Ja. Ah. Oh, sag mal, ich müsste doch irgendwann keine Kugeln mehr haben. Das gibt es nicht. Sind bereit, Sir. Oh, ich hab das große Schiff, muss ich sagen, voll aus der Sicht von. Wow. Wow, wow, wow. Feuer!
So, und jetzt noch dich. Sind bereit, Sir. Drehen, 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 drehen. Drehen, drehen. Nein! Boah! Das war ja knapp. Und schon ist sie weg. Segeln zu dieser Insel. Ich kenne sie. Eine natürliche Festung gehört einem Franzmann namens Ducasse. Julien Ducasse, der Templer? Der Name stimmt. Wusste nicht, dass er einen Titel hat. Ich kenne den Mann. Und wenn er mein Schiff sieht, kennt er es womöglich noch aus Havanna und fragt sich vielleicht, wer sie jetzt segelt. Das ist zu riskant. Und ich will die Galeone nicht verlieren. Lass uns nachdenken. Das Glas sah ja mal schlecht aus. Bis es dunkler ist, bevor wir an Bord gehen. Woo. Okay. Gut. Ey. So. Den segeln wir jetzt. Oh, hab ich vorhin... Ich glaube, ich habe vorhin ein bisschen wenig geredet. Das tut mir ein bisschen leid. Aber man muss sich da so stark drauf konzentrieren. Müsst ihr mir leider ein bisschen verzeihen. Ich kann das nicht anders. Sonst... Ja, sonst ist das irgendwie merkwürdig, weil ich das einfach nicht hinkriege. Ich glaube, ich hätte da reingemusst. Ach, bin ich doch nicht falsch. Hä? Was war das denn jetzt? Gentlemen! Wie es bei uns der Brauch seit jeher verlangt, stürzen wir uns nicht kopflos ins Unglück auf Befehl eines einzelnen Wahnsinnigen, sondern nur gemäß unseres gemeinsamen Wahnsinns. Unser Objekt der Begierde ist eine rar getakelte Galeone und sie wäre eine große Verstärkung für Nassau. Also stelle ich es zur Wahl. Alle, die dafür sind, diese Bucht zu stürmen und das Schiff zu kapern, stampft auf und ruft Ei! Der dagegen ist, winselt Nay. Schön. Die Berater des Königs sind sich nie so einig. Schön. Und hoch. Und. Platz. Ja! Meine Güte. Schwert da, Pistole da. Und warte, hier musste ich glaube ich gar nicht hin. Ach doch. Aber schön, dass man hier so überall hochklettern kann. Als ja nicht Assassine. Also. Ja, ihr wisst, was ich meine. Animus-Fragment.
komme ich da hoch? Nee. Wow. Wow. Das ist aber eine fehlerhafte Konstruktion, mein Lieber. In Tomb Raider müsste ich jetzt noch schnell E drücken, damit ich da rankomme. Ah. Und Krax. Nee, doch nicht. Bricht doch nicht durch. Hätte ich jetzt mit gerechnet. Tut's aber nicht. Naja. Mein, ich bin ja auch nicht traurig, wenn es nicht durchbricht. Ah. Da bin ich. Ach, hier ist ein Feuer gewesen. Und jetzt laufen. Ach, jetzt kommen auch Gegner. Die dürfen mich sehr wahrscheinlich gar nicht sehen. Das heißt, ich werde sie mit meiner Pistole wegsnipen. Pistole ist schon was Schönes. Leider konnte ich in Assassin's Creed 2 nie mit der umgehen. Da hatte man ja so eine Pistole im Arm, neben seinem Messer. Und ich konnte damit nie umgehen, also es war so schlimm. So, stirb. So. Erbeuten. So. Was hast du denn da schon? Das heißt, ich kann eigentlich auch die Leute im Alleingang töten. Das wäre ja ganz cool eigentlich. Oh, warte mal kurz. Ja, ich muss jetzt hier leider ausmachen. Also, bis dann. Tschüss.